Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute schauen wir uns an, wie du in Outlook deine Ordner und Unterordner in eine für dich passende Reihenfolge bringen kannst. Standardmäßig sind die Ordner nämlich automatisch sortiert und das ist je nach Anwendungszweck bei dir mehr oder minder praktisch oder eben auch nicht. Und das kannst du ziemlich einfach ändern, indem du im Register Ordner hier in der Gruppe Aufräumen auf dieses Symbol hier klickst, Ordner von A nach Z anzeigen. Du siehst, momentan sind die hier alphabetisch angeordnet, meine Ordner. Das ist für mich in meiner Praxis auch nicht sehr sinnvoll. Und wenn ich hier draufklicke, dann kriege ich die Ordner in eine Reihenfolge, die ich jetzt für mich bestimmen kann, dass ich hier einfach einen Ordner packe und an die für mich passende Position nun ziehe. Eine kleine praktische Einstellung, die nicht jeder kennt, die dir aber einfach und schnell ermöglicht, deine Ordner in eine für dich passende Reihenfolge zu bringen. Wenn dir das Tutorial gefallen hat, hinterlasse einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Gerne kannst du den Link in deinem Netzwerk teilen. Bis zum nächsten Mal.